Hi Leute, hier ist der Lego-Fan. Ich habe ja vorhin ein Video gemacht zu dieser 3x3 Flush Seamless Glastür und ich bin gerade in 1.9.2, wie ihr da oben sehen könnt. Und ja, das Problem ist, dass sie nicht mehr funktioniert. Ich habe hier jetzt mal den Fix gebaut, damit ihr seht, dass es tatsächlich in 1.9.2 funktionieren kann mit der gleichen Größe. Und der Grund, warum es kaputt gegangen ist einfach, weil Comparator jetzt von Redstone-Blöcken von der Seite gelockt werden. Das heißt, wenn dieser Kessel hier ausfährt, macht dieser Comparator nichts. Was natürlich mega sinnvoll ist, Mojang, ne? Also, dass man einen Comparator unbrauchbar machen kann, indem man da einen Redstone-Block platziert. Das ist doch mal eine geile Änderung. Naja, aber halten wir uns gar nicht damit weiter auf, sondern ich zeige euch direkt, wie man das fixt. Und zwar entfernen wir hier diesen Kessel, die Pisten, den Comparator, diesen Block und diesen Block. Dann drehen wir diesen Repeater um und stellen diesen hier auf Stufe 4. Dann schnappe ich mir mal etwas gelbe Wolle. Wir platzieren dann hier eine Fackel, wo die Pisten voll war. Der wird dann eben ja, von dem Repeater gepowert. Und da kommt dann ein Block drauf und eine weitere Fackel, die diesen Block hier powert. Und eben diese Pistenpusher jetzt neuerdings. Dann machen wir weiter, indem wir diesen Input-Repeater hier auf Stufe 3 setzen, weil man eben kein Zweitick-Signal durch eine Fackel, also durch so einen Fackelturm hier senden kann. Und das letzte, was wir ändern müssen, ist hier unten. Hier ist nämlich nochmal das gleiche Szenario. Und dafür entfernen wir einfach das Redstone und die Half-Slab und platzieren dort einen Hopper. So, und irgendein Item rein. Und dadurch, dass diese Piston hier jetzt ein 4-Tick-Signal bekommt, lockt sie diesen Comparator kurz und unlockt ihn wieder. Und ja, dadurch kriegt dann die Piston hier praktischerweise gleich ein 1-Tick-Signal. Und dann können wir das Ganze mal ausprobieren und hoffen, dass es funktioniert. Ich habe jetzt kein Glas, aber ihr habt ja gesehen, da kam ein 1-Tick-Signal durch. Und ja, dann funktioniert die Pistentür eben auch wieder. Und ja, das war der kurze Fix. Danke nochmal an WDA4, der hat nämlich bemerkt, dass das ja nicht mehr funktioniert. Und hier unten die Änderung mit dem Hopper vorgeschlagen. Und dann ist mir das eben hier oben aufgefallen. Und ja, also falls ihr das in der 1.9 baut, solltet ihr diese Änderungen vornehmen. Und das war's dann mit dem Video. Und ja, ciao.